Entzünde den Tornado auf deinem GTA 5-Konto. Nutze jetzt die verbesserten L4G Money Boost-Angebote und dreh nochmal richtig auf. L4G, dein zuverlässiger Partner für Ingame-Items mit Geld-Zurück-Garantie. Jo, was geht, meine GTA-Freunde und Auszelebristen? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video habe ich wieder den gleichen God-Mode, den ich gestern hochgeladen habe. Nur eben für die PlayStation 4. Das heißt, ihr werdet jetzt in der Videobeschreibung einen Link finden zu PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Gute an diesem God-Mode ist, ihr könnt ihn auch in Jobs benutzen und in andere Sitzungen übernehmen. Aber das Ganze zeige ich euch natürlich. Ich wollte euch jetzt erstmal zeigen, wie der ganze God-Mode funktioniert. Und zwar findet ihr den Job in der Videobeschreibung. Ihr geht einfach nur auf Online, Jobs, Job spielen, markiert, Arena War und startet jetzt einfach nur den Job. Wirklich, der God-Mode ist verdammt easy. Ich würde sogar sagen, das ist der einfachste God-Mode überhaupt. Oh, wartet mal. Nicht, dass es heißt Fake und so weiter. Deswegen gehen wir nochmal kurz aus dem Job raus. Kleinen Moment. Wenn alles geladen hat. So, wir verlassen nochmal den Job. Nicht, dass es sagt, hey, ich bin schon im Vorfeld im God-Mode. Nee. So, ich töte mich mal schnell. So. Ihr seht, kein God-Mode, ja? Könnt ihr ja gut sehen. Alright. Dann gehen wir jetzt hier einfach auf Online. Jobs. Job spielen. Hier markiert. Arena War. Und startet jetzt einfach den Job. Und dann könnt ihr sehen, dass ich im God-Mode bin. Ich mache das Ganze jetzt uncut. Ne? So. Jetzt warten wir einfach mal, bis wir im Job sind. Dauert kurz einen kleinen Moment. So, da werden wir auch in den Job reingezogen. Jetzt gehen wir einfach nur auf Einstellung bestätigen, lassen einfach alles so wie es ist und gehen auf Spielen. So, wir spielen einfach nur den Job. So weit, so gut, wa? Dauert kurz einen kleinen Moment, bis wir dann im Job drin sind. So, jetzt können wir uns einfach irgendein Fahrzeug aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So, und starten jetzt. Was für ein Fahrzeug ihr nehmt, ist vollkommen egal, wa? Ihr nehmt einfach irgendeins. Was ihr jetzt macht, ist einfach mal das Rennen fahren. Sollte eigentlich relativ schnell zu Ende sein. So, und go. Und jetzt fahren wir einfach das Rennen. Ist eine Runde. Kann man gut machen. Wa? So. Ihr könnt es aber auch mit einem Freund machen, ne? Das heißt, wenn ihr einen Freund habt, der auch in God-Mode sein möchte, einfach einladen. Zu zweit könnt ihr das machen. So. Jetzt dürfen wir gleich fertig sein mit dem Rennen. Denke ich mal. Außer ich fahre so weiter wie jetzt. So. Da hinten schon das Ziel, perfekt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt einfach nur durchs Ziel. Bam. Und dann sind wir auch schon im God-Mode. That's it. Wir sind im God-Mode. Ich zeige euch das Ganze. So, jetzt warten wir, bis wir hier fertig sind. Leider ist das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. So, gefällt mir. Gehen jetzt in den freien Modus. Bam. Und dann sind wir im God-Mode. Werdet ihr gleich selber sehen. So, kleinen Moment. Ladezeiten und so weiter. Kennt ihr ja. Kurz bis wir dann wieder in der Lobby sind. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt uncut, damit ihr sehen könnt, dass ich kein Bullshit laber, sondern es tatsächlich funktioniert. Alright.
Wir spawnen hier. Und wenn jetzt alles geklappt hat, sind wir im God-Mode. Und bam, seht ihr? Wirklich ganz einfacher God-Mode-Glitch. Ja, und jetzt seid ihr im God-Mode. Viel Spaß damit. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.